Da Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Ja, hier zur Setup-Tour 2020. Letzte Setup-Tour ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und alle, die sich noch erinnern, dort war ja die Maus, die Tastatur, Mauspad und der Mikrofonarm neu. Und ich will es mal so sagen, seitdem hat sich wieder einiges geändert. Also, das hier ist mein Setup. Nochmal ganz wichtig zu sagen, normalerweise habe ich hier noch einen dritten Motor stehen, der hat gerade andere Funktionen, beziehungsweise muss gerade woanders tätig sein, aber auf jeden Fall ist das jetzt hier so für den Moment mein Setup. Also, ich habe hier erstmal den Greenscreen, das ist genau der Greenscreen wie von der letzten und von der vorletzten und von der vorvorletzten Setup-Tour, also sprich in allen Setup-Tours, wo ich den Greenscreen hatte, ist das hier der Greenscreen, der hat sich kein bisschen verändert. Ich glaube, das ist das zweitälteste Stück in diesem Setup. Dann hier neu ist, jetzt gleich sehen hier, der Gaming-Stuhl. Ich sitze jetzt nicht mehr auf meinem Gartenstuhl, der steht da hinten irgendwo. Ja, ist auf jeden Fall ultra nice, ist ultra bequem, das Ding. Sieht auch einfach ultra nice aus, muss man gesagt haben, ne? Ja, ist mega nice. Dann habe ich hier oben noch ein Videolicht. Ich nutze im Moment nur ein Videolicht, denn mit zwei Videolichtern sehe ich aus wie ein Polarbär und glaubt mir Leute, das will keiner sehen. Also, da habe ich hier mal diesen LG-Monitor. Das ist mein alter Game-Monitor. Es sind 75 Hertz, 1080p, 24 Zoll, habe ich 5 Millisekunden Response-Time-Monitor. Das ist einfach hier für OBS, also sprich für die Alerts, Chats, bla bla bla. Einfach, das ist einfach dort, wo ich sehe, wie der Stream läuft und so weiter und so fort. Und hier ist jetzt mein neuer Monitor. Es ist ein ARC. Ich weiß nicht, was der Name ist, aber es ist auf jeden Fall ein ARC. Ich schreibe mal in die Videobeschreibung. 24 Zoll oder 23,5 Zoll, irgendwie sowas. Vielleicht ein Ticken kleiner, aber ist minimal der Unterschied zu dem hier. Der hier hat 144 Hertz. Game Changer, meiner Meinung nach. 1 Millisekunde Response und natürlich 1080p. Da hinten seht ihr gerade noch ein Stativ. Das Stativ nutze ich gerade für meine Facecam. Aber die Facecam kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich damit filme. Und ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Ich nutze diese Kamera, also sprich eine richtige Kamera, ab jetzt als Facecam. Das heißt, das hier die Sony A5100. Ich war vorher auf der Sony A5000. Der Unterschied zwischen den beiden Kameras ist, ich will nicht sagen minimal, aber nicht sehr groß. Der Hauptunterschied ist natürlich erstmal, hier habe ich einen Touchscreen, also sprich, wenn der Autofokus, wenn der komplett fehlt, da kann ich den Autofokus verändern. Zweitens mal kann ich hier mit 60 FPS aufnehmen, was ultra nice ist. Und drittens mal hat das Ding hier Clean HDMI, welches heißt, dass ich das Ganze an die Elgato anschließen kann und dass das Ganze dann einfach nur ein reines Bild rausspuckt und nicht irgendwie noch irgendwelche Zahlen auf dem Display dann im Stream anzeigt. Ja, ist auf jeden Fall mega nice. Dann habe ich hier auch ganz neu einen Webcam-Arm. Hier ist dann meine Logitech C615 dran. Das ist dann meine Handcam hier für meine Tastatur. Warum ich da Tastaturen habe, sage ich euch gleich. Auf jeden Fall jetzt hier dann noch mein Mikrofonarm. Das ist der genau gleiche wie in der letzten Setup-Tour von vor einem Jahr. Das Mikrofon hier ist, glaube ich, das älteste Stück in diesem kompletten Setup oder fast das älteste Stück, und das heißt das Yeti Stereo Mikrofon in Silber mit einem Popfilter, der auch letztes Jahr neu dazugekommen ist. Dann habe ich hier meine Tastatur, das ist die genau gleiche wie letztes Jahr, also, oder sprich halt die neue von letztem Jahr, das ist die Rocket Vulkan MU100. Ja, hier habe ich einfach eine HyperX Wristrest dazu gemacht, weil als Ding ist in Amerika muss man hier für 50 Dollar Aufpreis zahlen, nur meine Wristrest zu kriegen. Und da habe ich gedacht, nee, Digga, dann bestelle ich einfach bei Amazon ein für 20 Dollar. Ja, das ist um einiges cooler. Habe ich hier mein Mauspad, das ist genau gleich wie letztes Jahr, habe ich auch zwei Mäuse. Das ist jetzt aktuell meine Haupt-Gaming-Maus, das ist die Logitech G Pro Wireless. Ist eine mega nice Maus, hat extrem viel Batterie und selbst wenn es mal keine Batterie, fast keine Batterie mehr hat, das Aufladen geht mega schnell. Also ich kann diese Maus einfach nur empfehlen. Habe ich hier noch meine Kopfhörer, das sind im Moment die HyperX Cloud 2, nicht mehr die Turtle Beach. Die Turtle Beach hatten ein paar, sagen wir mal, defekte Stellen. Ja, ist mega nice. Ich habe hier Dolby Audio mit dem Computer, ist mega nice. Ich kann es auch nur weiterempfehlen. Dann kommen wir mal hier unten hin. Das ist auch der Grund, warum ich zwei Mäuse und zwei Tastaturen habe. Und zwar habe ich hier einmal einen Streaming-PC. Und zwar ist das hier ein HP. Den Namen weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ist es ein HP. Mit einem Intel Core i5 7400 in einer GTX 1060. Der Grund, warum diese Specs so krass overlevelt sind für Streaming, ist einfach, weil ich den PC original mal zum Streaming und zum Gaming genutzt habe. Also sprich, das ist
dass das Ding beides machen kann. Aber ja, das Ding ist ja, weil das Ding dann irgendwann echt wenig FPS ausgespuckt hat, einfach nur als Streaming-PC benutzt, ist trotzdem mega nice als Streaming-PC. Und das hier ist mein neuer PC. Den PC hat man ja auch schon in meinem neuen PC-Video gesehen, was ich hier oben irgendwo auf dem i verlinken werde, dass ihr das angucken könnt, falls ihr darauf Bock habt. Auf jeden Fall ist hier drin ein Ryzen 7 3700 mit einer RTX 2060. Ach ja, by the way, Leute, hier sind 8 GB Arbeitsspeicher, hier sind 16 GB Arbeitsspeicher, also sprich, hier sind wirklich die Parts ordentlich upgegradet. Und es ist auch der Grund, warum ich an Stream diese 144 FPS kriege, weil ich an einem krasse PC-Spiele. Die Maus, das ist diese hier, das ist die neue von letztem Jahr, das ist die Logitech G400 Priority oder wie auch das Ding auch immer heißt, auf jeden Fall ist es die G403. Das ist meine alte Zockermaus, als ich halt Single-PC-Streaming gemacht habe, aber seitdem ich jetzt halt Dual-PC-Streaming mache, nutze ich das Ding jetzt einfach als Streaming-Maus. Ja. Das ist mein erstes Gaming-Keyboard jemals. Das ist mein super clicky-Keyboard hier. Ja. Das ist die Tastatur, die immer so richtig nervig war im Hintergrund. Weil das ganze Geklicker von der Tastatur gehört hat. Das ist von dieser Tastatur, aber ich nutze das Ding halt nur noch irgendwie, um Titel vom Streamer so zu machen. Also ist mega nice. Ja, ich nutze es einfach wieder. Ja. Dann habe ich hier noch ein paar Batterien rumliegen. Das ist einfach für die Kamera hier. Nice, der größte Problem mit dieser Kamera ist halt wirklich, dass das Ding nur so viel Batterie hat und man kann es halt nicht, während es nicht filmt, aber halt einfach während es halt ein Bild anzeigt, kann man es nicht aufladen. Also sprich, ich muss immer wieder während des Streams die Batterien auswechseln. Deshalb konnte ich auch letztens nur sogar zwei Stunden streamen, weil danach war der Kameraakku leer. Aber jetzt habe ich ein paar Batterien liegen, lag gerade noch eine auf, bis alles ready ist und jetzt kann ich halt wirklich viele Stunden am Stück streamen. Hier noch mein Kabel gemauscht. Ja, bitte mach das nicht nach. Es ist wirklich alles durcheinander und übereinander. Habe ich hier meine externe Festplatte. Ja, brauche ich extrem oft fürs Videokarten. By the way, Leute, zum Videokarten nutze ich einen MacBook Pro 13 Zoll aus 2015. Also sprich, da habe ich nochmal einen extra Rechner für. Ja, macht mein Macs extrem gut fürs Cutten sind und ja. Da habe ich hier einmal und hier unten noch ein zweites Mal ein USB 3.0 Hub. Es ist einfach damit alle Elgatos und alle Mikrofone und Webcams und hast du nicht gesehen, an diesem Rechner alles gut funktioniert, weil das Ding ist, in der Vergangenheit habe ich halt vieles an USB 2.0 angeschlossen, aber mit der Zeit war das Signal extrem schlecht. Jetzt ja immer mit. Ihr habt ja mal ein Video, wie man mit Teammates am PC spricht, ein Video gehört, dass das Mikrofon extrem schlecht wurde. Das ist einfach wegen dem USB 2.0 Anschluss gewesen. Jetzt habe ich das Ganze in USB 3.0 angeschlossen und sehe da, das Mikrofon funktioniert wie neu. Dann hier einfach noch ein paar Stecker und dann hier natürlich ganze Kabelgemusel, ja, wie gesagt, nicht nachmachen. Und ja, Leute, das ist mein Setup. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch wie immer gerne da auch um da. Und ja, Leute, wenn ihr mehr über Setup diskutieren wollt, Fragen dazu habt, die gerne unten in die Kommentare stellen. Oder ihr könnt auch gerne bei meinem Twitch-Account vorbeischauen, wenn ich live bin. Ich streame da meistens so am Samstag oder Sonntag, an den Ferien, vielleicht auch mal in den Wochentagen, aber meistens so Samstag oder Sonntag. Genau. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Fragen in den Chat stellen, ist mega nice. Leute, twitch.tv/TCN, Link in der Videobeschreibung. Ja, Leute. Abonniert hier gestern, damit ihr kein einziges Video verpasst. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Haut rein und ciao.